Eigentlich wäre es schon irgendwie witzig, das auszuprobieren. Besiege Josephs Herolde, um eine Konfrontation mit dem Vater zu erzwingen. Können wir die nicht vom Boot aus ausschalten? Der ist so mit Sicherheit da drin. Ja, ich würde sagen, wir haben Johns Lager infiziert. Infiziert vor allem, infiltriert. Wir rulen hier jetzt. Ich dachte, das ist voll die krasse High Guarded Area, ja? Und dass man hier nicht reinkommt, ohne gesehen zu werden und alles total... special und alle total stark und super krass bewaffnet und so, aber irgendwie... Meine Kinder, dies ist das Wort eures Vaters. Es ist Zeit für uns, dieses Gelände zu verlassen. Ihr werdet durch das gesamte County ziehen
um euch alles zu nehmen, was wir brauchen, um den bevorstehenden Kollaps zu überleben. Geht hin und bringet die Ernte ein. Ihr sollt gesegnet sein und euer Platz im neuen Eden sicher, der Vater. Ja. Eine Shooting Range haben sie auch am Start. Okay. Hier ist ein Trainingsparcours. So richtig Militärcamp-mäßig hier. Waffenlager, Munitionslager, alles da. Der Vater hat John befohlen, mit dem Füllen der Vorratslager von Eden's Gate zu beginnen. Er beschränkt seinen Einflussbereich auf das Holland Valley. Seinen Anweisungen nach soll er sich auf Folgendes konzentrieren: Nahrung und Wasser, Waffen und Munition, Trucks, PKW, Geländefahrzeuge, Treibstoff, medizinische Vorräte zur Erst- und Notfallversorgung, Reinigungschemikalien, Toilettenartikel, potenzielle Konvertiten zur Weitergabe an Jacob, potenzielle Arbeiter zur Weitergabe an Faith. Die Gemeinde von Fort's End hat Ressourcen im Überfluss. Alles Gute, der Vater wird über euch wachen. Nehmt, was wir brauchen. Aber ohne Witz, warum ist hier niemand? Ich dachte, das ist das Epizentrum der Feinde. Warum ist hier niemand? Hier ist niemand. Das ist Jacobs. Heißt doch Jacob. Jacob Seed. Ja, also. Joseph, Joseph. Das ist Josephs Kirche. Warum? Warum ist hier niemand? Das ist schon so ein bisschen unsatisfying, muss ich sagen. Dann gehen wir halt wieder. Die 7 Hansel, die wir da gerade eben gekillt haben, also, naja.
Nice. Ah, sehr schön. Die Schwachen sehen sich immer als Helden. Egal, wofür sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger. Aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder, diese White. Das sind keine Soldaten, oh nein. Der Anführer Eli ist kein Held. Er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Hat Eli dich nicht aus dem Grandview gerettet? Danke für all das hier. Hey Bill, den Kram, den ich für dich aufbewahren sollte, ist im Funkraum eingeschlossen. Das war der einzige Ort, der mir sicher genug vorkam. Komm einfach bei mir vorbei, wenn du den Schlüssel brauchst. Peter. Ich werde Wölfe wohl nie wieder so sehen können wie früher. Ist da jemand? Hört mal, wir erwarten eine weitere Lieferung Charges am Fang-Zentrum und sie kommt einfach nicht. Falls ihr nicht genug habt, schicken wir Jagdtrupps los, um mehr Wölfe zu beschaffen. Aber lasst uns hier nicht so hängen. Jacob wird sauer sein, wenn er keine voll abgerichteten Charges kriegt, wie er sie haben wollte. Ja, dann wird Jacob halt sauer sein, so. Tanner, die letzten beiden Lieferungen Bliss haben bei den Versuchstieren eine unerwartete Wirkung gezeigt. Die sterben mir einfach weg. Falls es eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung gegeben hat, müssen Sie mir darüber Bescheid geben. Wir arbeiten schon seit Wochen an der Vervollkommnung unserer Methoden und jede noch so kleine Abweichung könnte die Resultate beeinflussen. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie wichtig unsere Arbeit hier ist. Doc. So, jetzt waren wir hier. George Wilson. Ne, wir machen uns jetzt den Weg hier nach unten zu Dylans Master Bait Shop. Da wollen wir hin. Hat sie vielleicht noch irgendwo eine Karre? Vielleicht eine, die nicht gerade wegfährt. Hallo. Du zahlst für jeden Schaden. Nimm die Karre. Sei vorsichtig. Sempty out. And if all the thieves and liars have been knocking at your door. So. And they said they feed your family, and you believed what they swore.
kann uns Geld besorgen, wenn du mir die verdammte Angel gibst. Du bringst dich doch nur selber um. Ja, komm kurz rüber. Mein verfickter Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Verzier die Satellitenschüssel mal mit Blei. Du, pass auf! Richtig geil! Ich guck dir fern! Tja, vielleicht braucht deine Hand mal eine Pause. Allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben, wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Devin ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Eine Kühlbox voller Bier und ein Boot. Mehr braucht es nicht. Von denen ist niemand mehr da. Sie haben sich entweder Eden's Gate angeschlossen oder... Naja, du weißt schon. Nur Dylan und ich sind noch übrig. Wenn ich eins hasse in Videospielen, heißt so, weil deine Frau ihren Mann ertränkt hat. Dann ist es, wenn sich NPCs in einer anderen Geschwindigkeit bewegen als der eigene Spieler. Also hat er es auch verdient. Wie auch immer. Siehst du die Mücken da drüben? Und die Wasserspritze? Das heißt, da wollen Fische gefangen werden. Hey, du hast eine Angel. Probier sie aus. Hier ist es schön. Beruhigend. Immer wenn ich am Wasser bin, kann ich vergessen, was im Rest der Gegend passiert. Zumindest für eine Weile. Na los, pass auf, dass die Schnur nicht reißt. Lass locker, bis der Haken sitzt. Danach machst du den Fisch erstmal müde, bevor du ihn einholst. Der ist weg. Egal, war nur eine billige Mono. Wirf einfach nochmal aus und denk dran, müde Fische zerreißen keine Schnüre. Müde machen.
Okay. Winkt ein Batzen Geld, wenn man ihn fängt. Und das werde ich tun. Das Geld ist unser Ticket hier raus. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache, ne? Verdammt, du hast echt was drauf. Du wirst langsam echt gut. Üb nur weiter und vielleicht kann ich dir später noch mehr zeigen. Und danke fürs Zuhören. Manchmal tut es gut, sich alles von der Seele zu reden, weißt du? Kein Problem. Wir helfen, wo wir können, aber jetzt ist erstmal genug mit Angeln. Wir wollen das da.